Unter dem Talpark in Meckneustadt schlummert ein historisches Kleinod. Am Donnerstag öffneten Experten des LVR-Amt für Bodendenkmalpflege mit der Feuerwehr und dem historischen Arbeitskreis des Heimatvereins Meckneustadt einen alten Bierstollen, der zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs in einen Luftschutzbunker umgebaut wurde. Warum die Experten im Anschluss aus dem Strahl nicht mehr herauskamen und von einer sensationellen Zeitkapsel sprachen, sehen Sie nach nur einem Spot. Ja, Dominik, weil ich mich fragen wollte, hattest du die Unterlagen mit für die Mannschaftsfahrt? Ja, warte kurz. Was willst du jetzt da? Warum? Ja, ich hole die Dokumente. Hast du keinen S-Trust? Auschecken unter www.sparkasse-gm.de/s-trust. Mit der Geschichte des alten Bierstollens beschäftigt sich der Heimatverein Meckneustadt schon seit mehreren Jahren. Die genaue Entstehungsgeschichte wissen wir nicht. Es ist in der Rede vom alten Bierstollen schon in der Vorkriegszeit oder gegen Ende der 30er Jahre wurde der Bierstollen dann erweitert zu einem Luftschutzbunker. Zuletzt hatten die Mitglieder den Bunker 2015 versucht zu betreten, waren aber den Wasser- und Schlammmassen gescheitert. Also der historische Arbeitskreis und meine Kollegen haben dann nach ca. 20 Meter aufgegeben, weil der Wasserstand sehr tief war, also mehr als 40, 50 Zentimeter. Und dann haben wir den wieder verschlossen und in den Dornröschenstand weiter versetzt. Das LVR-Amt war mit einer Bauforscherin, einem Grabungstechniker und einer Archäologin vor Ort. Es handelt sich nach unserem Wissen um eine Stollenanlage, unbekannter Zeitstellung erstmal, die wohl als Bierkeller genutzt wurde. Im Zweiten Weltkrieg soll die Anlage zu einem Luftschutzraum umgestaltet worden sein. Und das wollen wir uns heute angucken, was tatsächlich da ist. Gibt es noch Spuren dieser Nutzungen? Kann man diese Spuren eventuell zeitlich einordnen? Sowohl Spuren im Stollen, was so das Spezialgebiet der Montanarchäologen ist, dass man das guckt, welche bergmännischen Techniken etwa angewandt wurden. Und natürlich dann diese Umnutzung, was gibt es vielleicht noch an Installationen, an Spuren dieser Nutzung aus dem Zweiten Weltkrieg. Auf mittelfristige Sicht würden wir natürlich gerne das gemeinsam mit dem historischen Heimatverein, der hier vor Ort ansässig ist und sich bestens mit der historischen Aktenlage auskennt, würden wir das natürlich gerne in einer Kooperation für die breite Öffentlichkeit aufarbeiten und wissenschaftlich zugänglich machen. Nachdem die Feuerwehr rund 5000 Liter Wasser aus dem Stollen herausgepumpt hatte, konnte der Bunker betreten werden. Was die Experten dort fanden, wird sie auf Monate im Rahmen ihrer Dokumentation beschäftigen. Also wir haben jetzt hier drin eine kleine Zeitkapsel sogar gefunden. Verschiedene Hinterlassenschaften derjenigen, die hier die Anlage hier als Luftschutzkeller auch genutzt haben. Es ist noch viel drin, es ist sehr viel Schlamm. Das ist schwierig, da viele Leute durchzuschleusen, bevor wir das nicht dokumentiert haben, weil unter dem Schlamm sich noch Funde befinden, die hier aus den letzten Phasen was zeigen können, aber auch aus den früheren Phasen. Die sehen wir ja noch gar nicht. Es gibt in den Felsen eingeschlagen auch Eisen, entweder aus der Zeit, wo dieser Stollen errichtet wurde, aber auch vielleicht aus der Zeit der Luftschutzanlage. Also da haben wir noch einiges zu tun, um das aufzunehmen. Einfach diese Fülle und diese vielen unterschiedlichen Sachen ist schon, muss ich sagen, sowas finden wir nicht sehr oft, dass man sowohl Einrichtungsgegenstände aus der Nutzung hat, also sprich Stromkabel, Aufhängungen von Belüftung, eventuell, das konnten wir jetzt vor Ort nicht direkt sagen, eventuell ist sogar eine Belüftungsanlage, also wirklich so ein Luftraumbelüfter heißt es noch original drin. Also diese Sachen, um diese Infrastruktur zu schaffen, aber dann eben auch ganz normale Alltagsgegenstände von großen Suppenkessel über kleinen Wasserkessel bis hin zu so Sachen wie Verschluss von einer Zahnpastatube, Kamm, Bürsten, Steniolpapier von Bonbons, aber auch Etiketten von Flaschen. Das sind alles kleine Sachen, aber in der Summe erzählen sie eine Geschichte dieses Ortes und sie zeigen uns auch, dass die Leute da nicht nur während des
Luftalarmes kurz drin waren, sondern anscheinend, muss man immer vorsichtig sein, aber anscheinend da auch längere Zeit verbracht haben. Also ich bin überwältigt. Ich bin ja sowieso so mit Herz und Seele in dem Beruf dabei und ja, das ist, man ist in so einer Zeitkapsel und ist wirklich zeitlich auch versetzt in diese Phase und guckt, wo liegt was, in welchem Zustand, was erzählt mir dieser Gegenstand. Also so, wenn man jetzt mal 2 Stunden in eine Luftschutzanlage geht, nehme ich meine Zahnpasta nicht mit. Also das, da spielen sich dann Sachen im Kopf durch, man überlegt, wieso, wie kommt es her, was, welcher Mensch steckt vielleicht dahinter. Also man ist überwältigt und gleichzeitig will man natürlich auch dem Objekt gerecht werden und das Ganze so dokumentieren, dass man diese Geschichte, manchmal kann man diese Geschichte nicht zu Ende erzählen, sind nur Hinweise, aber dass man diese Geschichte eben auch der Nachwelt und insbesondere hier der Bevölkerung weitergibt, weil ja, das ist ein Stück erstmal Geschichte von Berg Neustadt. Überrascht waren die Experten auch vom Zustand der Fundstücke. Ein sehr guter Zustand. Wir haben noch Holzerhaltung mit drin. Auch die Metalle haben natürlich schon Korrosionen, weisen sie auf, aber sind noch in sehr gutem Zustand. Sehr viele Flaschen, das heißt Wasserflaschen, Bierflaschen, Weinflaschen, Schnapsflaschen, was man so hat, oder kleine Apothekergläser, sind auch schon zu sehen. Wir sehen auch Fundkonzentrationen, das heißt bestimmte Aktivitätszonen, wo die Leute sich bewegt haben. Zu den Highlights zählte auch eine Erkennungsmarke aus dem Zweiten Weltkrieg. Die ist auch gefunden worden, die werden wir jetzt reinigen und dann den zuständigen Bundesbehörde weitergeben zur Recherchierung und geht dann an den ursprünglichen Besitzer zurück, wenn er denn noch lebt. Aber das hier, wie gesagt, werden wir jetzt sichern, dokumentieren, aufnehmen und dann an die Bundesbehörde weiterleiten. Also fachlich gesehen ist es hier wirklich eine kleine Zeitkapsel, die wir so wenig, sehr selten haben. Und darüber freut sich sogar auch das Archäologenherz. Wie groß ist das ganze System, was Sie da jetzt gerade untersucht haben? Es ist ein bisschen verwinkelt. Ich kann es von Metern her nicht ganz genau sagen. Wir haben auch den verschlossenen Bereich jetzt gesehen, wo der ursprüngliche zweite Zugang war. 30, 40 Meter wird schon ganz gut passen von der ersten Einschätzung. Während unser Filmteam die Höhle aufgrund der vielen Fundstücke nicht mehr betreten durfte, bekam Bürgermeister Matthias Thuhl noch einen exklusiven Einblick. Eine ganze Menge Schlamm habe ich gesehen und die Dame und der Herr vom Landesamt für Boden- und Denkmalpflege haben mich dann darauf aufmerksam gemacht, dass man sich ganz vorsichtig bewegen muss, weil um die Füße herum überall irgendwelche Reste waren. Ich habe also von Tonpfeifen, Kochgeschirr, Verschlüsse, Flaschen, einen Kamm, sogar eine kleine, scheinbar so eine Art Soldatenmarke gefunden. Also egal, wo man hintritt, man tritt quasi immer auf irgendetwas drauf. Und ich habe das schon gesehen, wie die gelächelt haben, wie sie sich gefreut haben über diese Vielzahl der Dinge, die da noch drin konserviert sind. Was sind die weiteren Pläne der Stadt für diese Stollenanlage? Alle Historiker werden das ja jetzt erstmal untersuchen, die Funde drin. Und es besteht die Möglichkeit einer 3D-Vermessung, das haben wir gerade geklärt. Also es gibt Bergbauämter, die das können. Und weitere Pläne habe ich jetzt nicht, das ist alles viel zu frisch. Wir werden jetzt hier kein Museum bauen, das ist klar. Aber das, was drin ist, werden wir auswerten.